Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute einmal mitnehmen in meine Beauty-Klinik bei der Jeanette Ziegert und möchte euch teilhaben lassen bei dem, was heute bei mir gemacht wird. Haraldinho, hallo Jens. Herzlich willkommen bei uns in der Beauty-Klinik. Hi. Geht's gut? Ja, ich bin mal gespannt, was heute gemacht wird. Wir haben heute ganz viel vor mit dir und du wirst sehen, heute Abend wirst du quasi als kleiner Prinz wieder hier ausgehen. Yeah. Und Carlos kommt dann auch noch. Genau, für Carlos haben wir uns auch was ganz, ganz Tolles überlegt und ihr werdet begeistert sein. Okay, bis denne, bis gleich. Hallo. Hi, Jeanette. Na? Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ja. Komm mit. So, bitte. Oh, ist anstrengend. Wohin? Gleich. Okay. Sekt bekommst du jetzt von mir nicht? Nein, ich trinke sowieso keinen Alkohol. Ach, wirklich? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Das ist ja wieder was Neues. Darf ich deine Jacke mit? Gerne, danke schön. So. Ich hätte gerne, dass du dich bitte hier einmal hinsetzt. Ja. Ja. Dann schminken wir dich ab. Bist du ein bisschen gepudert? Ja, klar. So Leute, ich bin jetzt bei der Jeanette Ziegert in der Beauty-Klinik Berlin und wir werden heute, so viel ich weiß, meine Wangen auffüllen mit Hyaluron. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Und das wird sie dann, glaube ich, selber nochmal erklären. Und ich bin gespannt, wie es danach ausschaut. Also ich kann vorher gar nicht wissen, was wir machen während der Behandlung. Entscheide ich und wir zeichnen ein bisschen mit einem weißen Stift und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ja, ja. Medizin ist keine Mathematik, 2 + 2 = 4, deshalb... ich kann mal die Brille abnehmen. Ja. Soll ich mal mitnehmen oder? Das ist okay. So. Deine Wimpern halten noch? Ja, sehr schön. Carlos hat sich ja auch welche machen lassen. Ja. Und der ist so mehr der natürliche Typ. Okay. Und der ist mega begeistert. Sogar seine Mama in Argentinien. Wow. Ja, er hat mir letztens einen Link gesendet, wo er da gesungen hat, hat mir das angehört. Ja, ja. Die ganze Familie kam auf einmal ins Schlafzimmer. Was hörst du dir da an? Ja? Ich habe sogar eine Bemerkung gehört, Butelli, ich sag nein. Ja, mein kleiner Sänger. Spielt auch Instrumente? Gitarre. Gitarre. Mhm. Ich flöte. So. Mit dem Sven müssen wir uns mal unterhalten über die Kupferdose, die wir hier haben. Ja. Alles wegzubekommen, ja? Mein Lieblingsmitarbeiter. Oh, danke schön. Heute in Lila. Heute in Lila, genau. Wir haben schon gesagt, dass wir wirklich einmal über das ganze Gesicht einmal rübergehen und dass wir wirklich die roten Äderchen alle wegmachen. Ne? Geht das? Natürlich. Okay. Wir haben ein ganz tolles Gerät dafür. Ah, das wusste ich, weiß ich gar nicht. Und die werden aufgehalten, damit sind die nicht mehr sichtbar. Ne? Cool. Seht ihr mal, Leute, was es alles gibt. Ich sehe schon, du hast Champagner vorbereitet. Ja, selbstverständlich. Ich wusste doch, dass Haraldinho heute kommt. Aber ich trinke keinen Alkohol, Schatz. Ha, siehst du? Ja. Tja, was machen wir denn da? Ich lebe seit ungefähr einem halben Jahr ganz, ganz, ganz gesund. Mhm. Aber ich habe ja früher auch teilweise gekifft und so. Ich habe alles entzogen. Alles öffentlich natürlich. Ja. Wow. Ja. Also wir trinken weiter. Wir trinken den weiter, genau. Das wollen wir auch nicht ändern. So, Jeanette zeichnet an. Mhm. Frau Ziegert, darf ich dann da rein? Ja, natürlich. Ich bin schon ganz aufgeregt, Leute.
gar nicht. Ich liebe es, verschönert zu werden. Besonders in dieser Klinik. Aber es ist halt doch alles sehr professionell. Ich glaube, wir machen eine Seite erst, einfach zum Vergleich. Gerne, wie du möchtest. Wie es aussieht, okay? Wie die Chefin es möchte. Mhm. Lächeln mal. Mhm. Sehr gut. So, Haraldinho, wir machen ja heute einmal das Auffüllen der Wangen und wir wollen ja einmal, dass deine Kieferknochen besser zum Vorschein kommen. Okay. Und haben natürlich auch einen kleinen Nebeneffekt, quasi das leichte Kinnchen, was wir unten sehen, brauchen wir dann nicht mit der Fettwegspritze bearbeiten, Cut. Sondern... Wie Cut? Nein, das ist Spaß. Sondern es wird so sein, dass es auch gleichzeitig mit verschwindet. Ah, ja? Cool. Also wir füllen einmal die Wängchen auf, sodass du quasi ein makaberes Gesicht bekommst, frischer aussiehst, jugendlicher und dafür wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Cool, danke dir. Leute, ich bin gespannt auf das Resultat. Für Haraldino Fasanelli ist das ein wichtiger Tag. Haraldino, Gatte von Carlos, Bewohner der 10. Staffel von Three Brother, möchte sich neu kreieren und unendlich ankommen. Für Haraldino ist Carlos der Fels in der Brandung. In einem offenen Brief schrieb er: Er war der erste Mensch in meinem Leben, der mir gezeigt hat, dass ich liebenswert bin, dass man mich lieben kann. Er trug meine Höhen und Tiefen schon jahrelang, hielt immer zu mir und sagte stets: Ich kenne dich am besten, Haraldino. Du bist ein Mensch mit großen Herzen. Nur nicht jeder sieht das oder will das sehen. Hallo, hallo. Na, ihr Süßen? Wie läuft? Ja, die Hälfte ist fast leer. Ach, cool. Das ist schön. Das freut mich. Ah, okay, das ist schön. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, Carlos, herzlich willkommen heute bei uns hier in der Beauty-Klinik. Wir machen ja heute für dich eine ganz, ganz tolle Gesichtsbehandlung à la Maria Galant. Und zwar werden wir dir ganz, ganz tolle Lipide und Vitamine und Mineralien in die Haut reinbringen. Aber zuerst werden wir anfangen mit einer Gesichtsreinigung. Danach arbeiten wir mit einem ganz bestimmten Enzympeeling. Das heißt, wir saugen quasi die ganzen Giftstoffe, die wir jeden Tag einnehmen, durch die Umwelt, durch den Feinstaub, durch die Dieselkraftfahrzeuge, die wir ja aktuell auf dem Markt haben. Ja, das ziehen wir aus der Haut alles raus und dann kriegt die Haut richtig Power, damit du wieder strahlend aussiehst. Oh, da bin ich gespannt. Ey. Ja? Also, nochmal kurz zur Erklärung. Also, allererst das Gesichtsreinigung. Danach arbeiten wir mit einem ganz speziellen Peeling. Dann kommen ganz viele Vitamine und Mineralien in die Haut. Dann arbeiten wir mit einer ganz tollen Algenmaske von Maria Galant. Und zum Schluss, damit die Vitamine alles wirklich drin bleibt in der Haut, machen wir eine Abschlusscreme drauf. Das sorgt dafür, dass wirklich alles, was wir reingesetzt haben, wirklich in der Haut bleibt. Super, freue mich. Danke. Carlos, ich schlage vor, du singst nebenbei. Okay, ja, genau. Dann fangen wir an. Okay, super. Dann los. So, dann bitte einmal hinlegen. Jawohl. So, Carlos. Jetzt beginnen wir mit dem Enzympeeling. Hat einen ganz tollen Geruch. Und zwar erinnert dich das wahrscheinlich an Marzipan oder Mandel. Ah, okay. Das ist gut. Und das zieht quasi die ganzen Giftstoffe aus der Haut raus. Und was sagst du zum Geruch? Toll, ne? Sehr gut. Ja. Sehr schön, ja. Sehr lecker. Mhm. Sehr zum Entspannen. So, als nächstes rühre ich die 30 Jahre ist quasi ein absolutes Markenprodukt von Maria Galant. Hier handelt es sich dabei um eine absolut Deluxe Algenmaske und
Die variiert immer von der Farbe so ein bisschen. Also man darf sich ja nicht wundern, weil es ein reines Naturprodukt ist. Und es ist einfach ein Genuss. Dazu kommt die 7C. Und 125 Milliliter kaltes Wasser. Wenn man jetzt schon mal schaut, alleine dieser Geruch, ja, wenn man das riechen könnte, es ist genial. Man möchte am liebsten einmal probieren, aber es ist halt nur fürs Gesicht gedacht, ja. So sieht's aus. Und jetzt tragen wir das bei dem Carlos auf. Total weich. Ja. Das ist richtig schön. So. Ein reines Naturprodukt, ne? Ja, so wie ich sage. Ehrlich, so weich und so. Carlos, und das tut der Haut sowas von gut, wirklich. Das glaube ich. Du wirst sehen, wie zart deine Haut nachher sein wird. Super. Ja, aber meine Haut ist extrem trocken auch. Ja, und das ist besonders gut dafür, ne? Aber du wirst sehen, dass dein Mann heute Abend die Finger nicht von dir lassen kann. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab die Seife vorbereitet. Oh mein Gott. Oh, ich genieße es. Ehrlich. Ich habe überlegt, ob ich mich heute komplett rasiere. Das wäre ein Vorteil gewesen, aber ja. Wir kriegen das auch so hin. Ja. Schön die Augen zulassen. Mhm. So, lieber Carlos, jetzt ist es soweit, jetzt nehmen wir die Maske einmal ab, die ganzen Wirkstoffe sind eingezogen, am Bart wird es ein bisschen schwieriger, das machen wir nachher nochmal extra, aber ansonsten, ziehen wir den schön ab. Ja, aber gar nichts, ganz sanft. Wow. Eine ganz zarte Haut kommt zum Vorschein. Süß sieht aus, ja. Ja. So. Wow. Wie gesagt, den Bart machen wir dann zum Schluss nochmal extra noch ein bisschen, ne? Ja, so. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen entspannen. Aber total. Und dann sind wir heute fertig. Super. Klasse. Danke dir. Gerne. Danke, danke. Wow, das war richtig angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin zufrieden und begeistert. Ich muss mir in den Spiegel schauen jetzt. Ja. Oh, toll. Entweder den Großen gleich, genau. Ja, genau. Genau. Ja. Stimmt, das ist alles glatt hier, ey. Wie viel Uhr bin ich noch? Ja, und das ist alles glatt. Ja, aber das wird noch. Jetzt sind die Vitamine erstmal alles drin, alle Wirkstoffe, ne? Und es kommt noch viel besser. Also wenn du morgen früh in den Spiegel schaust, wird sich noch mehr verändert haben. Definitiv. Wow. Ich bin begeistert. Gerne doch. So, lieber Carlos, ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen bei uns heute hier bei uns in der Beauty-Klinik. Dein Gesicht strahlt, deine Wimpern, Wahnsinn, es ist grandios und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall und ich werde es weiter empfehlen. Muchas gracias.
Dankeschön, mein Freund. Dankeschön, wirklich. Danke, ganz toll. Danke. Vielen lieben Dank. Lieber Haraldinho, auch bei dir. Wir haben ja heute wirklich viel gemacht. Sehr. Das Gesicht haben wir schön aufgepolstert mit Hyaluron. Genau. Wirklich, es wird richtig schöne Fülle bekommen und das Strahlen ist jetzt schon vorprogrammiert. Vielen lieben Dank. Gerne doch. Gerne. Dann kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Danke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay. Alles Gute. Leute, ich kann es nur empfehlen. Ciao. Einen Tag mit uns in der Beauty Klinik. Tschüss, tschüss. Entre tú y yo se fue. Siempre yo intenté poder salvar.